Vergangenen Monat wurde ja der Remsma-Entführer Thomas Drach entlassen und bei der Gelegenheit erinnerte ich mich an einen Satz von Jan-Philipp Remsma, der hat nach seiner Entführung gesagt, ein einzig Gutes hätte das Ganze gehabt, er hätte zum ersten Mal in seinem Leben geschafft, von vorne bis hinten den kompletten Spiegel durchzulesen. Und ich fühlte mich ein bisschen ertappt, denn auch mir geht es ähnlich. Ja? Kaum hat man 2, 3, 4 Artikel gelesen, schon ist wieder Montag, kommt der nächste Spiegel und am Donnerstag mit der Zeit geht es mir genauso. Aber so ist das. Lesen dauert halt, aber Lesen dauert noch lange nicht so lange wie Schreiben und Schreiben dauert schon lange nicht so lange wie Recherchieren. Herr Voskuhle hat es auch gesagt, gute Recherche dauert, wenn man eine gute Geschichte haben will mit guten Protagonisten, wenn man sie hieb- und stichfest haben will, ja, dann dauert das Wochen, Monate und das kann vor allem dann lang werden, wenn man noch nicht mal weiß, ob eine Geschichte überhaupt dabei rauskommt, eine tragfähige und ob sie überhaupt am Ende veröffentlicht wird. Um genau diese Fälle geht es in unserer nächsten Kategorie. Wir vergeben die Recherchestipendien und natürlich können wir Ihnen jetzt keine fertigen Artikel präsentieren. Die sind ja natürlich erst in der Mache, ist logisch. Und deswegen bitte ich aus der Jury nochmal Herrn Professor Lilienthal zu mir, der uns ein bisschen was erzählen wird über die Recherchestipendien in diesem Jahr. So, auch für Sie ein Mikro nochmal. Vielleicht erzählen Sie uns kurz noch, womit werden die Stipendiaten konkret unterstützt? Ui, die Summe. Aber auf jeden Fall mit Geld und mit Hilfe. 5.000 Euro. Damit wollen wir das Zeitinvestment möglich machen, was eben langwierige Recherche erfordert. Ich lese gerade das sehr empfehlenswerte Buch von Konstantin Seibt, Deadline, ein Schweizer Kollege, der über die Zukunft des Journalismus schreibt. Und da gibt es ein ganz tolles Argument. Was ist der Vorteil von Journalismus? Das ist komprimierte Zeit. Ein Journalist steckt vielleicht 100 Stunden in ein großes Rechercheprojekt und wir lesen das in 10 Minuten. Und sein großes Investment ist unser Vorteil. Wir können sozusagen an seinem gewonnenen Erfahrungswissen in relativ kurzer Zeit teilhaben. Leider investieren sehr wenige Medienbetriebe in diese Recherche, erst recht bei freien Journalisten. Die bekommen diese Zeit in den allerseltensten Fällen bezahlt. Und deswegen ist die Brenner Stiftung zusammen mit Netzwerk Recherche bereit, alljährlich in diese guten Projekte zu investieren. 3 haben Sie ausgewählt in diesem Jahr und jetzt sind wir natürlich neugierig. Worum geht es beim ersten? Also eines, darüber sprechen wir heute nicht, weil der Rechercheur darum gebeten hat, zunächst undercover zu bleiben. Das zweite ist ein Thema, wo ich jetzt bei näherem Hinschauen auch fast sagen würde, da sollten wir jetzt nicht so viel drüber reden. Es geht nämlich um Abschiebung um jeden Preis, um die Zusammenarbeit nigerianischer Diplomaten hier in Berlin mit deutschen Behörden, um Abschiebungen zu ermöglichen, um Abschiebungen zu beschleunigen. Das Thema ist zweifelsohne relevant, deswegen haben wir es ausgewählt, aber vor allen Dingen haben wir es auch ausgewählt, weil da zwei sehr junge Kollegen, Florian Hähnes und Ronald Mutum, zusammenarbeiten. Und der Kollege Mutum ist ein junger nigerianischer Journalist, der kann die Sache also in Nigeria verfolgen. Florian Hähnes sitzt hier in Berlin, der wird die Berliner Spuren verfolgen. Und diese bikulturelle Zusammenarbeit, die finden wir sehr, sehr reizvoll. Die beiden jungen Kollegen haben sich übrigens in Nigeria bei einer Tageszeitung kennengelernt, die den schönen Titel trägt, Daily Trust, tägliches Vertrauen. Und das ist auch das Vertrauen, was wir jetzt in die beiden jungen Kollegen stecken. Das zweite Projekt ist im Grunde ein verbraucherjournalistischer Ansatz, weil es uns alle betrifft. Die Sonja Peter-Andal untersucht Schwarzmarkt 2.0, also Internetkriminalität, ist ja ein Problem, welches uns alle potenziell betrifft. Auch ich habe es gerade wieder erfahren. Ich bekam eine Mail, die scheinbar von einer Kollegin kam. Und tatsächlich, also ich wurde aufgefordert, auf ein angebliches Google-Doc zu klicken. Und tatsächlich steckte dahinter ein Phishing-Versuch. Warum habe ich das rechtzeitig entdeckt? Nur deshalb, weil diese Betrüger die deutsche Grammatik nicht beherrschen. Und ich frage mich, die können zwar super programmieren, indem sie eben unsere Kontodaten ausspionieren, aber was passiert erst, wenn die eben auch Deutsch gelernt haben? Dann gehe ich wahrscheinlich der Sache auch auf den Leim. Also die Kollegin Peter-Andal will sich international umgucken, wo kommen diese Betrüger her, wie funktioniert dieser Schwarzhandel 2.0,
Da setzen wir natürlich auch voraus, dass die Kollegin Peter Andl, die das recherchieren wird, natürlich eine ausgesprochene Webkompetenz hat. Das ist ja überhaupt auch eine neuartige Kompetenzanforderung an uns Journalisten, dass wir nicht nur irgendwie so Online-Recherche beherrschen, sondern dass wir auch datenjournalistisch versiert sind. Und wir als Jury sind sehr gespannt, was auch bei dieser Recherche, die eben so einen kriminalitätskritischen und verbraucherjournalistischen Ansatz hat, herauskommt. Dankeschön, Professor Lilienthal. Das sind die Preisträger in diesem Jahr. Und wir sagen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, auch ohne, dass Sie auf der Bühne sind. Auch im vergangenen Jahr wurden natürlich Recherchestipendien vergeben und da gibt es inzwischen Veröffentlichungen und deswegen dürfen wir den Preisträger des vergangenen Jahres oder einen der Preisträger des vergangenen Jahres auf die Bühne bringen. Hannes Vogel, bitte kommen Sie zu uns. Hallo. Ganz kurz noch, hier steht auch Christina Ried, sie wollte ebenfalls zu uns auf die Bühne heute kommen, aber sie ist noch in London hängen geblieben, ihr Flieger ging nicht, der nächste war überbucht, sie hat es nicht rechtzeitig geschafft. Dann können wir uns umso länger unterhalten. Bitte schön, Ihr Mikrofon. Sie haben inzwischen im Spiegel Ihren Artikel veröffentlicht, dabei geht es um Lobbyisten. Ihr Beispiel ist ein Politiker, ein Bundestagsabgeordneter, der sich von der Pharmaindustrie bezahlen lässt. Wie repräsentativ ist Ihr Beispiel? Das kommt darauf an, wie tief man recherchiert, glaube ich. Und das ist auch der Grund, warum ich mich an diese Geschichte drangesetzt habe. Also es klingt immer so einfach zu sagen, es ist eine Geschichte über Lobbyismus und über einen Bundestagsabgeordneten und die Pharmaindustrie. Im Kern ging es mir eigentlich um eine andere Sache. Es ging um ein bisschen vernachlässigtes Thema. Wir haben alle über die Vortragshonorare von Peer Steinbrück und anderen Bundestagsabgeordneten gesprochen. Ausführlich in Deutschland und was mir ein bisschen vernachlässigt schien in der Diskussion darüber war, was Firmen eigentlich von diesen Vortragshonoraren haben. Und da bin ich auf einen Herrn gestoßen, der eben im Bundestag saß bis zum Ablauf der Legislaturperiode für die CDU als stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher, bei dem sich also, wie soll ich sagen, die Vortragstätigkeit extrem häufte und dem bin ich einfach nachgegangen und habe mal geschaut, also in welchem Zusammenhang stehen die Auftraggeber, von denen er Geld bekommen hat für diese Vorträge, mit seiner Tätigkeit im Bundestag? Und da ließ sich aus meiner Sicht relativ plausibel und glaubwürdig zeigen, dass es da Zusammenhänge gibt. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl die Pharmaindustrie als auch der Bundestagsabgeordnete total begeistert war über ihre Recherche. Absolut. Wie einfach oder schwierig war es, da an Informationen ranzukommen? Also ich denke, und das ist eigentlich das, was mich stutzig gemacht hat und weswegen ich nur andere, die vielleicht heute auch im Publikum sitzen oder das später nochmal sich angucken wollen, das zu untersuchen, weil es war gar nicht so schwierig im Sinne von, man muss da erstmal jemanden finden. Die Informationen, die man braucht, um anzufangen zu recherchieren, die sind verfügbar. Wir haben ja die, alle bestimmt auch kennen, diese Transparenzregeln, die es gibt, also nach der Nebeneinkünfte eben auch Honorare in bestimmten Stufen angegeben werden müssen. Und wenn man diesen Hinweisen einfach nachgeht, dann denke ich, ergeben sich daraus ganz wesentliche Anhaltspunkte. Also die Spur des Geldes war in dem Fall so groß, dass man gar nicht konnte, als darüber zu stolpern, sage ich jetzt mal. Und dann musste man natürlich noch ein bisschen weiter bohren, um ein paar Hintergründe ranzukommen. Aber es war wirklich erstaunlich für mich, dass diese Informationen eigentlich im Wesentlichen, am Anfang zumindest, verfügbar waren. Und die Geschichte, die dahinter steckte, die erschloss ich nicht auf den ersten Blick. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum an diesen Regeln noch was geändert werden muss. Warum glauben Sie denn, wenn es doch so scheinbar leicht ist, zumindest an die Anfangsinformationen zu kommen, warum wird es so selten aufgegriffen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also es war nun in diesem Fall, muss ich sagen, insofern leicht, als dass die Spur, wie gesagt, so groß war, dass man die einfach finden konnte. Aber im Wesentlichen ging es darum, die Zusammenhänge zu zeigen oder zu finden zwischen, woher kam Geld und an wen ist es geflossen und was ist bei diesen Veranstaltungen, bei diesen vermeintlichen Vorträgen, muss man sagen, in vielen Fällen eigentlich passiert. Und da zeigt sich eben, leider aus der Erfahrung kann ich es eben nur sagen, dass das oftmals eigentlich keine Vorträge waren, sondern eine Art bezahlte Auftritte. Und der Unterschied zu einem Honorar, was jemand bekommt, der klassische Beratervertrag, der ja unter Korruptionsverdacht steht oft schon, nicht sehr weit war. Und das fand ich extrem problematisch und finde ich auch weiterhin extrem problematisch, denn das ist eine Form von, ich würde sagen, so eine Art schleichendem Lobbyismus, die unser parlamentarisches System im schlimmsten Fall eben zulässt.
Sie haben mich vorhin gefragt, ist das repräsentativ? Natürlich sind bei weitem nicht alle Bundestagsabgeordneten so, denke ich, das kann ich sicher sagen. Und es ist mit Sicherheit die Minderheit der Bundestagsabgeordneten, die sich auf sowas einlässt. Aber was ich eben so bezeichnend fand, ist, dass es möglich ist. Und dass es bis heute eigentlich aus meiner Sicht keine Form von wirksamer Kontrolle oder Sanktion gegen diese Form von Beeinflussung gibt. Ja, Thema hat ja jetzt auch diese Woche wieder Aktualität gewonnen. Ich sag mal, Eckhard von Kleden war in der Diskussion jetzt. Wäre das Äpfel mit Birnen vergleichen oder speist sich das letztendlich aus der gleichen Art der Verflechtung? Es ist natürlich nicht dasselbe, weil... da kann man auch mal weinen drüber, das finde ich auch. Da ist natürlich kein Geld geflossen im Sinne von einer gezielten Beeinflussung. So platt ist das ja nicht. Es ist auch so, dort ist es auch, in dem Fall, den ich recherchiert habe, ist es auch nicht so gewesen, dass jemand Geld bekommen hat und dafür hat er etwas gemacht. Das ist ja nun strafbewehrt, zum Glück. Aber es sind eben die feinen Linien zwischen einer platten Bestechung, sage ich mal, und einer Zahlung von Geld und einer mehr oder weniger unausgesprochenen oder erwarteten Gegenleistung, die es dafür gibt. Und das ließ sich in dem Fall hier, glaube ich, ganz eindeutig zeigen. Also ich kann den Namen ja sagen, jeder kann ja nicht gelesen, bei Herrn Kaczorek war es eben so, dass der in einigen Vorträgen zum Beispiel auch Details von Gesetzesvorhaben, die noch gar nicht richtig publik gewesen sind, an einen Verband, wo er einen Vortrag gehalten hat, im Rahmen dieser Veranstaltung eben weitergegeben hat. Und ich finde das gar nicht problematisch, dass ein Politiker, ein Abgeordneter bei den Verbänden vorher Gesetzesentwürfe vorstellt. Nur die Frage ist eben, warum muss dafür Geld fließen? Oder warum gibt es den Anschein, dass dort möglicherweise Geld fließt dabei? Und das finde ich weiterhin problematisch und das wären auch die Regeln, die jetzt geändert werden, mit dieser Legislaturperiode weiterhin nicht in den Griff kriegen, glaube ich. Wie lange haben Sie gebraucht für Ihre Recherchen, um all das aufzugreifen und zu finden, worüber Sie berichten? Und wie hat Ihnen das Recherchestipendium dabei geholfen? Es hat mir natürlich sehr geholfen. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ausdrücklich bedanken dafür, weil es in der Tat so ist, dass es mir die Zeit gegeben hat, mich intensiv damit zu beschäftigen. Weil auf den ersten Blick ist es vermeintlich klar, aber dann daran zu kommen, was die Geschichte ist hinter diesen Vorträgen und welche Zusammenhänge es möglicherweise gibt, das war in der Tat schwierig. Ich habe mich mit dem Thema schon mal beschäftigt, als ich noch damals sogar noch Volontär war bei der Wirtschaftswoche beim Handelsblatt, mit dem Thema Vorträge, Vortragshonorare. Und auch damals ist mir schon aufgefallen, dass diese Diskussion um die Höhe der Honorare und wie viel jemand damit Geld verdient, Stichwort Per Steinbrück, ist eigentlich die, finde ich, gar nicht so interessantere Diskussion. Viel interessanter finde ich eben die Frage, was gibt es für Verstrickungen, die mit diesem Geld zu tun haben. Und die ist, die ist nicht so leicht zu finden, die Verbindung. Glauben Sie, dass Sie ohne dieses Stipendium so prominent im Spiegel hätten veröffentlichen können? Das möchte ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Also es hat natürlich auf jeden Fall sehr geholfen, dass ich da, Unterstützung hatte, nicht nur finanziell, sondern auch Mentoring sozusagen, sowohl von Egmont Koch, vom Netzwerk Recherche, als auch von einem Kollegen beim Spiegel, Andreas Wassermann, der mich dort betreut hat. Und dann natürlich auch bei den Leuten, die mir die Chance gegeben haben, das zu recherchieren und die dann das dankbar angenommen haben. Ja, was für Reaktionen haben Sie denn bekommen? Also Sie haben ja schon gesagt, Herr Kaczorek selber war nicht begeistert, das ist klar. aber ich erst heute nicht hier, also möchte ich darüber jetzt auch kein weiteres Wort verlieren, das wäre unfair. Die Reaktionen, muss ich sagen, waren zumindest als der Artikel dann auf jeden Fall auch online erschienen ist, waren schon, glaube ich, recht groß. Was mir zeigt, also Stichwort auf Facebook wurde das sehr gut geteilt sozusagen und auch gelesen dadurch, glaube ich, was mir zeigt, dass dieses Thema brisant ist und dass es brisant bleibt. Also insofern war die Reaktion, denke ich, schon gut. Hannes Vogel, danke, dass Sie uns Einblick gewährt haben in Ihre Recherchen und in Ihren tollen Artikel. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch noch.